Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Palworld. Ja, in der letzten Folge haben wir die Eiswüste fertig erkundet. Jetzt habe ich ganz viel Eier noch, die ich gerne ausbrüten möchte, aber ja. Ein Gillette, cool. Ich hätte eigentlich vor, länger weg zu sein, das heißt, du kriegst einfach mal das Jumbo-Ei. Wir warten da hinten auf unsere hochwertigen Metallbahn. Und da machen wir. Habt ihr wieder Bärchen? Ja, komm. Nicht, dass euch langweilig wird. Ja, wir fangen zurzeit nichts irgendwie. Ich möchte aber eigentlich das Wumpo-Botan holen. Holen wir schnell das Wumpo-Botan. Unser Beacon ist vollgeladen. Ich bin hyped, also komm, holen wir uns dieses Wumpo-Botan. Das ist. Bestimmt ein einfacher Gegner. Beacon, komm her. Ich muss jetzt nach Norden. Ich fühle mich gerade so, wie wenn mein Navi sagen würde, bitte starten Sie Richtung Norden. Ich denke mir einfach so, ja, ich habe bestimmt eine Ahnung, wo Norden ist. Starten Sie Richtung Osten. Ja, ich habe jetzt keinen Kompass dabei. Rechts oder links würde mir mehr helfen. Die Chance, dass ich es dann immer noch falsch mache, ist groß, aber hey, rechts oder links wäre schon die bessere Aussage, als starten Sie Richtung Norden. Okay, Needwing. Einfach ignorieren. Also ich bin gespannt auf meinen Wumpo gleich. Vorne steht es schon. Wumpo-Botan. Ich schieße es jetzt dann einfach mal an. Dann schauen wir mal, was. Riese des Südens, okay. Okay, habe ihn Schaden gemacht. Jetzt geht's auf uns los. Ich dachte mir, während ich das plündere, kann der andere schon mal ein bisschen abbauen. Ich habe dann nur an gedacht, dass der Kampf nicht so lange dauert. Oh, der kriegt vielleicht ordentlich Schaden. Ich baller da mal ein bisschen mit drauf. Schlag das doch nicht in mein Gesicht. Also ich darf dir das schon ins Gesicht schlagen, aber du mir nicht, okay? Haben wir das geklärt? Machen wir gleich auf die besseren Kugeln. Dass wir ihn dann demnächst einfangen können. Okay, ich brauche demnächst echt Flintenmunition. Warte! Einziehen! Komm her. Das ist der Tod. Der hat nicht mehr so viel Leben. Mist, der hat nicht so viel. Dann muss ich eine Terrasphäre nehmen. 8%. Ich will halt nicht noch eine bessere nehmen. Muss ich eigentlich. Eine bessere kriegst du aber nicht. Okay. Yay! Wir haben ein weiteres Paar gefangen. Ein Wumpo-Botan. Ich bin stolz auf uns, dass wir einen Wumpen gefangen haben. Hey, da ist nochmal Jotamunte. Da ist Jotamunte und da ist nochmal Jotamunte. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass die doppelt drin sind. Gut, dann schauen wir, dass wir jetzt nach da oben kommen. Also ich gehe zurück zum Checkpoint. Ich habe besser gesagt, ich fliege dahin zurück. Mein Beacon erholt sich jetzt zum Glück ganz schnell. Ich finde mein Beacon voll toll. Wenn möglich, bitte wenden. Stimmt, das kommt dann auch. Bitte fahren Sie geradeaus über den Kreisverkehr. Danke für die Information. Ich glaube halt einfach, dass es halt, wenn du halt wirklich so nicht nachdenkst und das machst, ich glaube nicht, dass du der Erste wärst. Oder wenn dein Navi so, da ist so eine Straßensperrung, denn Navi sagt, ja, fahren Sie, biegen Sie rechts ab. Ich kann nicht rechts abbiegen, was mache ich jetzt? Und dann so, bitte wenden Sie. Und dann sagt er das so richtig viele Kilometer und du denkst dir so, hoffentlich komme ich irgendwann auf irgendeine normale Straße wieder, weil ich schon über irgendwelche Acker fahre und alles mögliche. Ah, cool, da sitzt einer. Mit dem haben wir, glaube ich, schon gesprochen. So. Dann ziehe ich jetzt die hitzeresistente Metall, beziehungsweise ich schaue nochmal schnell zu meinem Lager, dass wir die Eier loswerden. Das ist, glaube ich, auch so ein ganz guter Plan, den ich habe. Ein ganz schöner Plan. Und die haben schon ein Ei.
Ein Pfannenwurm Christ ist nice. Noch ein Pfannenwurm Christ. Also die haben halt nicht die besten Eigenschaften, aber das ist mir nicht egal. Ein Foxcycle. Ist jetzt das zweite, was wir haben. Cool. Nochmal ein gefrorenes Jumbo ein. Mein Foxcycle, okay. Dann habe ich noch ein paar Eier. Ich glaube, ich gehe auch noch schnell in mein anderes Lager und tue da die ganzen Sachen hin. Okay, ach, da habe ich ganz rein. Ich okay. Ja, ihr müsst noch ein Ei legen. Und ja, ich hoffe, dass da bald noch eine zweite Torte da ist, dass ich dann die nächste Kombi machen kann. Dass wir immer zwei so auf einmal machen. Ich glaube, das ist dann ganz gut. So. Dann tun wir das nochmal daran. Das ist wahrscheinlich noch nicht fertig. Sehr angenehm. 1,33 braucht er noch. Okay. Nicht schlimm. Gut, dann schauen wir jetzt weiter in die Wüste. Ist ja auch ganz spannend. In der Wüste. Geil. Freuen wir uns. Da vorne war ja gleich dieses düstere Ei. Also das letzte Mal, als wir in der Wüste waren, haben wir nicht so lange gelebt. Mal schauen, wie lange es diesmal geht. Also da waren hier so Tokotokos und dann hat sich's ausgetokotokot. Dann waren wir tot. Ganz schnell. Ich möchte, glaube ich, auf meinem Beacon reiten, fühle ich mich wohl. Okay, das ist wie so ein Rayhound. Brauche ich jetzt nicht unbedingt viele davon fangen, weil wir finden hier bestimmt auch ganz viele Eier, wo die drin sind. Ich denke, das ist hier wie in der Eiswelt, dass wir jetzt ganz viel finden. Da ging es ganz schnell. So. Da sind diese Tukutukus, die das letztes Mal gekillt haben. Exakt die sind das. Sind mir hinterhergerannt und puff, puff, puff und ich war tot. Blöd gelaufen. So. Oh, nochmal zwei Terrasphären. Nehme ich gerne mit. So. Ich möchte da hinkommen. Aber wir können ja hier diesen Heini killen, der auf dem Baum oben hockt. Ich steige einfach mal da hoch. Der ist 38. Oh, er hat ihn runter. Nein, er hat ihn noch nicht ganz runter. Oh. Okay. Habe eigentlich abbrechen gedrückt. Mal her. Ich möchte weiter mit dir rumfliegen. So, wir gehen auf die normalen Preisfähren. Da kann ich am wenigsten verschwenden. Und dann suchen wir dann weiter so die Gegend ab. Ah, wieder ein paar Tokotokos. Und tschüss. Arschlöcher. Also ich weiß nicht, ob wir noch so ein paar Dinosums mitnehmen sollen, weil ich glaube, die brauchen wir ein bisschen zum Paaren. Ich glaube, die können da halt nicht schaden. Vielleicht noch mal so einen Schlag von mir. Mist. War dann irgendwie schneller tot als geschaut. Okay, in der Mitte ist aber so ein fetter Berg. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht so gut rum. Dann machen wir hier erstmal hier unten alles. Das Ding haben wir noch nicht. Ich weiß nicht, was ist ein Zuzuku? Das kann man nicht züchten, habe ich gesehen. Das sind aber zwei.
Also mit großer Wahrscheinlichkeit killen die uns jetzt gleich. Ich gehe mal runter. Nicht, dass ich da jetzt viel ausrichten könnte, aber wir können es hier mal versuchen. Ah, mein Beacon kriegt schon ein bisschen Schaden. Au. Ich hoffe, mein Beacon macht irgendwas Sinnvolles. Ich versuche mal den hier zu fangen. Als wäre der hier auch recht down. Schauen wir mal. Oh, ich will euch beide eigentlich fangen, gell? Der hat weniger. Okay, der eine ist down. Ziehen wir mal meinen Beacon an. Ich gehe jetzt auf die Pinken. Ja, ich will dich die Pinken nicht verschwenden, aber ich will so einen Zuku. Danke. Oh, cool, ich bin aufgestiegen. Dann gehen wir mal weiter bei Leben, glaube ich. Oh, das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung. Palladium-Rüstung, die brauchen wir auf jeden Fall. Und den Helm auch. Das brauchen wir jetzt alles nicht so. Aber das brauchen wir schon mal. Nee, ich will mein Beacon, aber mein Beacon darf halt jetzt erstmal nicht mehr kämpfen. Das ist halt jetzt Kampfverbot. Oh, da ist ja hier noch so ein. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen Danger, aber das ist nicht so schlimm. Diese Robin-Quill ist mir egal. Da wäre noch ein Endboss in 45. Oh, Dazis. Ich kann aber gerade nicht kämpfen. Also, ich traue mein Beacon gerade nicht. Das überlebt, deswegen chillen wir mal. Dazis kriegen wir mal irgendwie aus Eiern. Ah, cool, wir haben jetzt so einen Zuzuke. Das finde ich cool. Sechs Zement schon mal. Ich mach dich bestimmt nicht. Oh Gott, das verfolgt uns, glaube ich. Aber mein Beacon heilt sich, das finde ich gut. Gehen wir mal so ein bisschen hier so an die Ränder. Okay, es wird bald wieder Nacht. Das heißt, wir sollten uns eigentlich einen Ort suchen, wo wir uns hin teleportieren können. Aber hier ist, glaube ich, weit und breit einfach nichts. Ich muss dann auch mal schauen, ob es irgendwie noch weitergeht, dann außerhalb von den Gebieten, wo ich dann war. Und mir die Map anschauen. Dass wir hier keinen Ort verpassen. Da hinten ist eine Schatztruhe. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir irgendwo vielleicht einen Teleport-Point finden. Also wie gesagt, bald Nacht wird. Das dauert nicht mehr lange. Mittelgroße Palsseele. Eine Robin-Quill-Terra. Dazis. Da oben ist nochmal ein Ei. Können wir auf jeden Fall dann wieder daheim gut viel ausbrüten. Das sind vor allem lauter Jumbo-Eier. Das heißt, da kommen große Sachen raus. Okay. Das ist wieder so ein Arschlochsviech. Aber gut, wir haben jetzt wenigstens schon mal einen Zuzuki gefangen. Das war das Wichtigste. Jetzt können wir damit züchten, weil es gibt voll viel Züchtung mit den Dingern. Und ich konnte die immer nicht aufschreiben, weil ich das Viech ja nicht habe. Und ich kann es aber auch nicht selber herzüchten. Das ist voll bescheuert irgendwie. Irgendwie die Hälfte der Sachen kannst du nicht selber herzüchten, sondern das kannst du wirklich nur fangen. Oder der Guide ist einfach noch nicht so weit. Das kann natürlich auch sein. Da war ich mir jetzt nicht so sicher. Okay, wir können schon mal auf kälteresistente Metallrüstung umwechseln. Weil das jetzt gleich kühl wird, weil Nacht wird. Da unten ist Schrott. Ich nehme den Schrott langsam lieber mit als die Kisten. Einfach, weil es erstens keine Schlüssel kostet und zweitens, weil dann dauernd diese Sphären drin sind. Und man kriegt Schlüssel. Wir haben die Insel bald umbrandet. Ganz viel Tukutukus. Mistviecher. Und da sind Zucke. Machen wir auch einen weiten Bogen außenrum. Ich weiß nicht, was das Leuchten da vorne ist, aber es sieht so aus, als wenn ich dahin möchte. Ach, das ist so ein Tagebuch. Hat man schon ewig nicht mehr. Okay. Absteigen. Ich mal kurz zu dem Tagebuch.
Tag 22, wir sind eindeutig über Tag 21, über den Tag sowas von, da sind wir sowas von hinweg. Schatztruhe. Und dann steigen wir mal wieder auf. Guck mal, wir haben voll viel zum Essen gekriegt, dass wir das mal essen. Nimmt das nämlich keinen Platz weg. Okay, und wir haben ein paar Eier. Ja, dann schaue ich, dass ich jetzt möglichst schnell heimkomme, weil es ist jetzt eh bald Nacht. Und ich mag nachts hier nicht sein. Das sind nämlich die Gegner noch beschissener. Oh, Neating. Okay, jetzt kommt auf jeden Fall die Nacht. Es ist halt nur die Frage, ob wir jetzt irgendwo einen Checkpoint finden oder nicht. Und wir müssen mal kurz einen Cut machen, weil die Folge zu Ende ist. Okay. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei Palworld. Bis dahin. Bye.